Es ist momentan wirklich nicht einfach für uns, liebe Freunde, denn wir sind momentan viel am Rumprobieren, viel am Experimentieren, was die Autowahl betrifft. Und in dieser Situation war ich persönlich noch nie als Sim-Racing-E-Sportler beziehungsweise auch als Content-Creator, denn ich hatte eigentlich immer in der Vergangenheit meine Autos, in denen ich mich wohlgefühlt habe. Wir haben damals sehr viel Zeit im Porsche verbracht, wir haben viel Zeit auch im McLaren verbracht, wir haben viel Zeit damals auch im Ferrari, noch im alten Ferrari, im 488 verbracht. Und es gab immer so Autos, die einen ja dann begleitet haben über einen gewissen Zeitraum, in dem man sich wohlgefühlt hat, in dem man wirklich bis ans Limit gehen konnte und in dem man vor allem auch competitive unterwegs war und Spaß hatte. Und diese Zeit, die haben wir momentan gerade einfach nicht. Und das ist ein großes Problem, denn es steht jetzt gerade die SRO-Season vor der Tür und da zählt es am Ende des Tages als E-Sportler in Assetto Corsa Competition, denn das ist die Liga, das ist die Champions League, in der du dich messen willst. Und ich will mal über dieses Thema heute so ein bisschen sprechen, denn es ist ein Thema natürlich, was mich oder dann auch natürlich uns als Team belastet und worüber wir auch viel nachgedacht haben. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben schon viel ausprobiert in letzter Zeit. Es ist ein neues Auto gekommen mit dem Ford Mustang GT3. Ja, warum nehmen wir denn nicht einfach den Ford Mustang GT3? Schon mal als erste Frage, die natürlich auch oft in den Raum gestellt wird. Und wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt auch mit der SRO im Hinblick auf die SRO, kann man natürlich sagen, okay, man geht einfach die komplette Risikovariante und man nimmt den Ford Mustang GT3. Wäre aus emotionaler Sicht wahrscheinlich eine sehr geile Sache, weil das Auto ist geil. Das Auto klingt geil, es fährt sich auch ziemlich wild, aber man weiß einfach nicht, wie ja, sich diese Season in so einem Auto entwickelt, wie verhält sich so ein Auto auf ein gesamtes Rennen gesehen oder man muss sehr viel ausprobieren. Sagen wir es so, wie es ist, wir haben nicht mehr viel Zeit, man muss sehr viel ausprobieren, man muss natürlich auch setupmäßig schauen, was funktioniert in der Kiste, was funktioniert nicht. Also es wäre so ein großes Fragezeichen insgesamt, sagen wir es einfach mal so, wo wir dann als Team sagen, okay, in der kurzen Zeit, trauen wir uns das zu, trauen wir uns das nicht zu? Da sind wir einfach so ein bisschen konservativer gerade unterwegs und sagen, okay, das wäre uns ein bisschen zu heiß. So war unser Grundgedanke. So, wir haben in letzter Zeit oder die letzten Monate sind wir ja immer in den McLaren gefahren, haben aber jetzt vor kurzem die Entscheidung getroffen, okay, für die SRO-Season wollen wir ein anderes Auto fahren. Weil einfach das Grundgefühl für den McLaren einfach nicht mehr so da ist, wie es vor ein paar Monaten war. Ich weiß nicht, immer noch nicht genau, was sich genau geändert hat in dem Auto, ob sich was geändert hat oder ob einfach unsere Wahrnehmung irgendwie schlechter geworden ist, das Gefühl schlechter geworden ist zu dem Auto. Aber ab einem gewissen Punkt sind wir einfach immer weiter abgerutscht mit dem Auto, obwohl wir uns eigentlich immer gut gefühlt haben. Ich habe in einem vorherigen Video schon mal gesagt, damals mit dem GT2-Update, da gab es ja auch einige Dämpfer-Updates und irgendwie sind wir seitdem mit dem McLaren okay unterwegs, aber nicht mehr so, dass wir einfach dieses Grundvertrauen haben und dieses gute Grundgefühl, dass du dich in ein Auto setzt und es harmoniert direkt. Das haben wir im McLaren einfach momentan nicht und deswegen haben wir gesagt, wir wollen weg von dem McLaren. So, dann haben wir den Aston probiert, viel getestet und das Ding ist, es ist ja immer eine Teamentscheidung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Aston war vor allem für mich ein Auto, wo ich das Potenzial im Endo-Bereich gesehen habe, auch für die SRO, im Hinblick auf die SRO, dass ich gesagt habe, okay, lass den Aston nehmen, weil das Auto hat gerade im Endo-Bereich sehr viele Stärken. Es hat einen guten Topspeed, es hat ja einfach eine sehr gute Fahrbarkeit, beziehungsweise im Regen ist das Auto auch sehr, sehr gut und das müsste doch eigentlich gut funktionieren, wenn wir da darauf ein bisschen reinschwitzen. Aber wie das dann so ist als Team, Noah zum Beispiel hat das Auto überhaupt gar nicht gefallen in manchen Situationen. Ich habe dann auf manchen Strecken auch gemerkt, ja, das Auto hat Potenzial, aber es hat natürlich auch wie jedes Auto seine Eigenheiten. Und wenn das, sagen wir mal, einem Fahrer komplett gar nicht zusagt, dann macht es natürlich auch dann gar keinen Sinn, dieses Auto zu nehmen. Wenn es mir zum Beispiel richtig gut gefallen würde und Noah überhaupt gar nicht, dann macht das einfach keinen Sinn. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir probieren nochmal weiter. Und ihr wisst oder ihr habt vielleicht schon so eine Vorahnung, auf was das hier hinauslaufen wird. Der Porsche wird es nicht werden, leider, sag ich auch. Das Auto macht einfach zu viele Kopfschmerzen im Endo-Bereich. Das ist eine große Baustelle, da musst du quasi der geborene Fahrer für dieses Auto sein, das perfekte Gefühl haben, das Auto perfekt verstehen. Dann kannst du natürlich auch mit einem Porsche, wie ein Luke Whitehead, da kannst du mit dem Porsche auch sehr viel rausholen oder ein Malinowski und so. Aber auch da sagen wir, das wäre uns insgesamt wahrscheinlich so ein bisschen zu heiß. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, Leute, mit dieser Entscheidung, die wir hier getroffen haben, das
ich damit einverstanden bin, das hätte ich selber niemals gedacht. Aber dazu kommen wir gleich. Es gibt natürlich noch Autos wie den Ferrari, wie den AMG. Und dadurch, dass wir jetzt in der Pro-Kategorie unterwegs sind, musst du natürlich auch immer schauen, mit wem legst du dich an. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir würden den AMG fahren, würdest du dich mit so Teams wie den Unicorns anlegen oder... Wenn du den Ferrari nehmen würdest, würdest du dich mit Ferrari eSports anlegen und halt mit den gesamten Top-Teams in oder auf diesen Autos. Und da musst du natürlich dann auch immer schauen, wenn du dich da nicht zu 100% wohlfühlst auf diesen Autos, dann hast du schlechte Karten, um 100% aus diesen Autos rausholen, um dich dann überhaupt zu qualifizieren. So, das ist auch immer noch dieses Ding gewesen. Und wir haben uns dann tatsächlich letzten Endes dafür entschieden. Achtung, Leute! Da müsst ihr jetzt ganz genau zuhören und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr letzten Endes zu dieser Entscheidung sagt. Das könnt ihr auch immer gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben uns entschieden, auf den BMW zu gehen. Es ist tatsächlich so, ich habe sehr oft sehr negativ über dieses Auto geredet, weil ich bin das Auto auch schon mal gefahren in der Vergangenheit und ich konnte mich nie wirklich mit dieser Fahrweise anfreunden. So, es ist natürlich jetzt schon einige Zeit vergangen und also wo ich das letzte Mal dieses Auto in einem gesamten Rennen gefahren bin. Was damals auf Bathurst war und da habe ich gesagt, diese Trägheit von dem Auto, diese Schwerfälligkeit, dieses viele Lenken und so über die Vorderachse, das ist einfach nicht mein Fahrstil. Und dann haben wir es wirklich hier und da mal auf verschiedenen Strecken getestet, auf Monza haben wir es getestet, auf Spa, auf Suzuka und insgesamt, wenn wir Suzuka jetzt mal so ein bisschen rausnehmen, denn da war ich auch noch nicht so zu 100%ig irgendwie damit zufrieden, aber auf Spa beispielsweise finde ich persönlich, kann man das Auto sehr, sehr gut fahren. Das ist natürlich immer so ein bisschen streckenabhängig, manche Strecken kommen dem einen Auto zugute, manchen dem anderen und je nachdem bei welchen Bedingungen man fährt, ob nass, ob trocken, da muss man natürlich schauen, okay, was für ein Gefühl haben wir dann letzten Endes dafür. Das müssen wir alles jetzt nach und nach ausprobieren, aber wir haben gesagt, wir wollen den BMW, wir machen es jetzt einfach mal, weil Noah ist ein großer Fan von dem BMW, Max hat sowieso gesagt, ey, let's go, ich mach das, wo ihr Bock drauf habt und wir schwitzen dann zusammen rein und ich war dann erstmal so ein bisschen skeptisch und habe gesagt, okay, komm, alles klar, wir machen das jetzt einfach und ich versuche mich mal auf diesem Auto so ein bisschen anzupassen. Ob das Ganze gut geht, ob das Ganze eine gute Idee oder eine schlechte Idee am Ende des Tages war, ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung, das werden wir herausfinden dann in der SRO-Season. Ich weiß nicht, ob wir dann in der Pro-Series in der nächsten auch dann BMW fahren werden. Das wird sich natürlich anbieten, damit wir einfach auf einem Auto insgesamt ein bisschen mehr Erfahrung sammeln und trainieren. Das wird sehr, sehr, sehr spannend werden. Also ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Das ist immer noch für mich so ein bisschen, wenn ich meinen Namen sehe und dieses BMW-Zeichen daneben, dann denke ich immer noch so, ich bin im falschen Film teilweise. Aber gut, da muss ich mich dran gewöhnen. Da muss ich mein Fahrstil, wie gesagt, alles so ein bisschen anpassen und mein Mindset, sagen wir mal, auch so ein bisschen schärfen für den BMW. Wir werden sehen. Insgesamt, glaube ich, ist der BMW schon ein Auto, wo man sich reinsetzt und du hast ein gewisses Grundvertrauen, weil das Auto sehr, sehr stabil liegt. Aber da ich von Porsche komme, da ich von Autos komme, die entweder Heck- oder Mittelmotor hatten, ist es für mich einfach eine komplette Umstellung. Wir werden sehen, Leute, wo die Reise hingeht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Checkt gerne hier im Anschluss das nächste Video aus, was ich hier irgendwo verlinke. Und ja, gehen wir rein. Gehen wir rein, Leute. Haut ein Däumchen raus und bis zum nächsten Video. Euer Marvix im BMW. Kann ich immer noch nicht selber glauben. Und ernst nehmen. Leute, haut rein. Euer Marvix. Ciao, ciao.